Willkommen zurück, meine Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind hier wieder in unserer Partie Civ 6 Sparta. Ja. Wir haben hier unseren Apostel, der wird sich. Begeben. Schauen wir mal, was der bescheuerte Inquisitor macht. Wenn er uns angreift, dann werden wir ihn eine Feste drücken. Ah ja, genau, wir wollten nach Aleppo. Allerdings müssen wir nicht unbedingt nach Aleppo, wir können auch durch Aleppo durch nach Mekka oder nach Halab. Machen wir. Wohin? Ja, da gehen auch die Straßen durch Dings Mekka. Oder Halab, wo ist Halab? Halab da. 10-1-1. Ja, Mekka ist besser. Bringt zwei Glauben, bringt einen Glauben mehr. So, du mein Freund, gehst. Wohin? Kairo. Auch Mekka. Bagdad, Halab, gehen wir auch noch Mekka mit dir. Ich finde den Amerikaner echt arg. Der ist da überall mit seinen Städten schon. Das macht mich irgendwie narrisch. Ephesus, was machen wir bei dir? Oh, eine Werkstatt natürlich. Das ist hier, tue ich mal runter. Mhm. Haben wir noch was zum Produzieren? Mykene, braucht eine Bank. Ah, mir fehlt jetzt noch ein bisschen der Glauben. Nächste Runde und dann bauen wir dort ein Museum rein. Schaut unser Naturpark aus. Ausgezeichnet. Okay. Ein Sprichwort sagt, dass das Haus eines Tyrannen eine Ruine ist und ich sehe um euch herum nur Ruinen. Ja, ja. Du kannst mich mal. Du hast mich angegriffen, nicht ich dich. Will ich an dieser Stelle nur sagen. Ich meine, da wäre natürlich auch ein, wie sagt man, ein Naturpark wäre hier auch okay. Da vor allem, weil da kannst du ja nichts machen. Und dazu müsstest du mal eine Stadt in die Nähe bauen, das ist ja schrecklich. So, Kairo. Zuerst machen wir mal Quellen beschaffen. So, ihr habt einen Casus Belli für einen Kolonialkrieg gegen Saladin. Haben wir das? Überraschungskrieg wollen wir keinen Dings machen, aber Casus Belli.
könnten einen heiligen Krieg machen. Wie erklärt ihr Macht den Krieg, die zwei Technologie-Zeitalter hinter euch zurückliegt? Das ist ja cool. Das heißt, jemand, der eh schon am Boden liegt, kann ich leichter angreifen. Bruhaha. Was ist das? Wie erklärt ihr einer Macht den Krieg, die eine eurer Städte religiös bekehrt hat? Ja, aber was ich von ihnen verlangen kann, ist, ich meine, das ist immer das Gleiche, oder? Es macht keinen Unterschied, ob ich den oder den nehme. Das Problem ist, ich komme aus diesen Paradox Games. Und da macht das schon einen Unterschied, was für eine Art von Krieg man erklärt. Sollen wir gleich noch einmal den Krieg erklären? Na, wir haben jetzt einen Händlerzinnen hingeschickt. Lassen wir das. Der kann mich gern haben. Außer er treibt es wirklich zu weit mit seinen Bekehrungen. So, das war's mit unserem Apostel. Vielleicht sollten wir wirklich einen neuen Apostel dann herholen. Warte mal, was macht er mit seinem... Echt jetzt? Na okay, er treibt es zu weit mit seinen Bekehrungen. Er hat Athen. Nein, hat er nicht. Oh, er rennt nur runter. Ah, die Steuerung und die Symbolik hier ist echt eine Katastrophe. Na gut. Ja. Ich bleib's einfach da stehen. Direkt an seiner Grenze. Zeigst ihm, was du von ihm hältst. Ja, wir haben gesagt, wir wollen da ein Museum reinbauen. Kunst oder Archäologie? Oh, ein archäologisches. Wir bauen da jetzt eh bald einen Archäologen. Zucker für Gewürze, dann machen wir noch glatt. Dann gibt es uns sogar noch Geld dazu. Ich hätte sogar ohne das Geld gemacht. Aber wahrscheinlich ist das hier jetzt gar nicht so. Ah, die bekehren. Die Kröte. Man stolpert nicht über sein Erbe. Es ist da und will erkundet und geteilt werden. Ja, das Opernhaus war natürlich cool. Allerdings muss es in einen Hafen gebaut werden. Na gut, Brauchtumstourismus. Den Künstler können wir mal rausgeben. Gehen wir zum Brauchtumstourismus rein, weil wir wollen ja Tourismus erhöhen. Und große Kunstwerke haben wir ja einen Haufen schon. Mittlerweile. Spione bauen wir zurzeit keine, den hauen wir raus. Kreuzkosten. Wollen wir vielleicht irgendwas anderes bauen? Einen Ingenieur, Händler oder sowas in die Richtung? Kann ich das nochmal mir überlegen? Wahrscheinlich. Weil wir sind in einem neuen Zeitalter, wir kriegen neue Stadt-Quests. Ah, was wollen wir? Eine Eingebung für Kalten Krieg.
Kalte Krieg, Kernspaltung erforschen. Naja, gut. Ein großer Ingenieur, großer Wissenschaftler, ein Bomber, naja. Schauen wir mal. Ein Heureka für Luftfahrt. Okay, wie machen wir Heurekas für Luftfahrt? Wir haben das Heureka für Luftfahrt schon. War irgendwas falsch verstanden, oder? Ah, für fortgeschrittene Luftfahrt. Fortgeschrittene Luftfahrt, wo ist die überhaupt? Noch weiter vorne. Fortgeschritten. Drei Doppeldecker. Dazu müssen wir mal Luftfahrt bauen. Oh Gott. Was ist das? Karthago will einen Helikopter. Oh, super. Und einen Zerstörer. Das heißt, wir werden einen Haufen Truppen müssen wir bauen in Wirklichkeit. So, du machst nix, du machst nix, du machst nix. Du bist mal daher. Ah, warte mal, ich kann dich ja aufrüsten. Geh mal zurück irgendwo in eine Stadt. Medien. So, da, wir sind souverän von allen, bis auf die zwei, wo wir nur drei haben. Wo wollen wir denn eher hin? Das macht euer Handelsposten in fremden Städten, bieten plus ein Gold für eure Handelswege, die in die Stadt hinein oder hindurch führen. Das ist einmal nicht schlecht. Was macht der? Dafür kriegen wir Zimt und Gewürznelken. Gold oder Annehmlichkeiten? Auf wen arbeiten wir als nächstes zu? Auf das, weil der andere ist vom Hocho und der Hocho ist mein Verbündeter. Und das ist vom Kongo. Aber ich fürchte, mit den 6 werden wir jetzt keine, werden wir ihn nicht ablösen aus Souverän. Aber wir kommen zumindest nah dran und wir kriegen auf jeden Fall schon einmal mehr Geld. Schauen wir mal. Naja, knapp dran. Nur noch eins dahinter. Das nächste Mal, wenn wir Gesandte kriegen, können wir ihn schon überholen. Flugzeuge und Zerstörer und so Zeug müssen wir bauen. Ich hoffe, wir können ein Panzerschiff. Wir sind noch urweit weg technologisch. Technologie müssen wir echt aufholen. Wir sollten unsere Spione wieder zurück nach Kongo führen und dort beginnen, Technologie zu klauen. Ah ja. Und noch ein Handelsposten. Ausrüsten können. Wir können uns einen Apostel leisten. Sollten wir das tun? Vielleicht, vor allem wenn der mit den Missionaren hier Kandi bekehrt. Kaufen wir uns mal wieder einen Apostel.
Wir haben es ja. Wir haben auch einen Haufen Geld. Wir sollten auch Sachen kaufen. Also vielleicht Kanalisation zum Beispiel. Vor allem in Städten, wo man sowieso nicht gescheit produzieren. Aleppo ist auch so eine Stadt. Da wir auch haben. Immerhin, Aleppo ist da vollkommen abgeschnitten vom Wasser. Wir haben einen Ausrichtungsbonus Wahlrecht gekriegt. Schau an. 4 Kanalisationen. Echt jetzt? Kanalisationen helfen uns beim Wählen. Da eh nicht schlecht. 3 Fabriken. Klassenkampf werden wir wahrscheinlich auch bald haben. Fabriken brauche ich nämlich auch gern. Militärakademien hingegen, naja. Das ist cool. Auf die neue Dings würde ich so umsteigen. Dann kann man noch mehr von diesen Dingen bauen. So, nein. Zu dem machen wir nicht hin. Panda Brunei vielleicht. Brüssel. Ah, Mist, das hat keiner von denen wollte einen Handelsweg haben. Die Kröten. Na gut, schauen wir mal. Vielleicht zu unserem Freund, dem Japaner. Da ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ gering, dass er. Was macht das Kaninchen? Oh, es sitzt im Kasten und frisst irgendein Papier. Nicht okay. Sendai zum Beispiel. Ja, wieso nicht? Wo wir mehr Forschung kriegen würden. Osaka, da würde man sogar Essen kriegen. Fahren wir nach Osaka. Okay. Jetzt gut, Kaninchen. In deinem Spielezeit schon gut, Kaninchen. Aber wollte mir sagen, ich soll rausgehen ziehen und dann streicheln. Wie ist das eigentlich mit unseren Straßen? Die müssten jetzt nochmal anders ausschauen. Wir sind im Atomzeitalter. Schaut noch genauso aus wie vorher. Wissenschaft verdankt der Dampfmaschine mehr als die Dampfmaschine der Wissenschaft. Ja, das mag sein. Fortbewegung. +2 für gewasserte Einheiten ausgezeichnet. Und wir können jetzt Dampfschiffe bauen. Ah, warte mal. Können wir dann die gleich. Müssen wir den Schippern nackeln. Die aufrüsten dann. Yay! Gold, damit wir diese Schiffe aufrüsten gleich. So. Wohin gehst du? Du bleibst einmal da. Wartest. Wir haben einen Handwerker. Was sollte ich mit dem machen, frage ich mich gerade. Ach, da mal ein Sägewerk. Los geht's.
Sägewerk ist nicht schlecht. So, du gehst daher. Ah, unser Apostel kann zumindest mal. Bleibt nicht stehen, der wird einmal verbessert. Kann Religion zweimal zusätzlich verbreiten. Okay. Bekehre religiöse Verbreitung, eliminiert 500. Ja, ist auch okay. Übersetzer, die religiöse Verbreitung hat in den Städten anderen Zivilisationen dreifache Stärke. Nachdem wir ja nicht offensiv vorgehen gegen den Islam, bringt's das? Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Wer ist mit zweimal zusätzlich? Oder 75%? Machen wir das. Und dann in der nächsten Runde mal anfangen, da diese Missionare anzugreifen in meinem Land. So, schauen wir mal. Luftfahrt wollten wir. Ja, wir brauchen Doppeldecker. Luftklärungsballons weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Aber Doppeldecker wäre ganz praktisch. Weil, wenn wir drei Doppeldecker haben, dann haben wir das. So, was bauen wir in Argos? Eine Börse vielleicht. Eine Börse vielleicht. Börse klingt gut. Geld, 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 Geld. Mehr Geld. Next round. Ah, vielleicht Argos. Und hier ein Ding von dem Hafen. Nein. Wir wollen. Dings würde ich ganz gern bauen. Das könnte man dann in Knossos bauen vielleicht. So lahm, die sind alle so lahm, die Städte. Ich kann dich hier, das finde ich gut. Zum Ranger. Jetzt bist du sogar fast sinnvoll als Einheit. So, dieser Apostel. Hierher. Gut, da herüben ist ein Wald. So, wir müssen überlegen, in den Wald kann man vielleicht irgendein Wunder bauen. Da war die Viecher. Gut, wir haben eine höhere Kultur als Amerika, das soll sein. So, wir haben das da alles. Genau, wir sollten nochmal schauen, was wir in den Wald bauen können. Und dann können wir ja den Wald abbauen zum Beispiel. Ah, das sind nur diese Gebiete, die ich nicht verwenden will dafür. Gibt's das? Ja, gibt's. Und mit dem Ruhrgebiet, wenn wir das hinbauen. Wieso können wir das nicht daher bauen, frage ich mich gerade. Was braucht das Ruhrgebiet? Fabrik. Muss an ein Industriegebiet im Besitz einer Stadt, muss an einen Fluss angrenzen. Ach deswegen. Bescheuerter Fluss. Was muss das? Muss an einen Campus angrenzen. Und das. Muss ein Handelszentrum und ein Fluss. Das ist ja fürchterlich. Und das muss an einen Hafen. Das ist das einzig halbwegs Sinnvolle hier eigentlich.
Aber da oben in diesem Wald kann ich nichts setzen. Heilige Stätte. Na okay, natürlich, solche Sachen kann ich dorthin setzen. Oder ein Lager. Aber will ich ein Lager bauen? Wozu brauche ich auch Lager? Wohnviertel vielleicht? Wohnviertel. Also noch besser da. Weil da ist Wüste, dafür brauche ich nichts. Das machen wir doch glatt. Wir bauen das Wohnviertel in die Wüste. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Nachdem wir dort eh nichts hinbauen können, können wir dort genauso wie das Sägewerk hinbauen. Damit das Feld besser wird. Falls es da welche gibt, da zum Beispiel ausheben mit dem Ranger. Ja, ja, Freundschaft ausgelaufen mit Montezuma. Montezuma. Mein lieber Freund. Magst du mich eh noch? Ich sehe in euren Luxusgütern und ihm fehlen ein gelegenes Angriffsziel. Ihr seid kein Freund der Azteken, ihr müsst euch diese Ehre erst verdienen. Naja, super. Nur weil ich ein paar Luxusgüter mehr habe als du? Echt jetzt? Voll Koffer. Ja, na, geht er weg. Stellen wir uns in Freundschaft verbunden gegen das Böse der Wächt jetzt. Natürlich wollen wir einen Freundschaftsvertrag mit dir. Grrr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Teddy Roosevelt eine Freundschaft weiterhaben will, um ehrlich zu sein. Der geht mich nämlich ziemlich an. Ihr habt einen Casus Belli für einen Befreiungskrieg gegen Mwemba Nsinga. Warum haben wir einen Befreiungsquellen erhalten? Okay. Warum? Der da irgendwo sehr erobert. Das ist definitiv. Das ist definitiv Kongo. Das da ist Azteken. Vielleicht wegen der Freundschaft mit den Azteken.
Habe ich den dann vorher wahrscheinlich auch schon gehabt. Aber durch die Freundschaft habe ich den verloren und mit der neuen Freundschaft habe ich ihn wieder gewonnen. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Fertig und dann. So, dann machen wir da ein Sägewerk. Ja, Japan kann so ist nichts Gescheites. So, in Kairo. Das, wir könnten die Produktion sabotieren. Plündert alle Gebäude im Industriegebiet. Es besteht das Risiko, dass man scheitert. Ja, wir versuchen es. Ich habe keine Ahnung, was es macht, aber wir machen es einmal. Ah, verdammt. Wir hätten zuerst mal schauen sollen. Es führt über kurz oder lang alles wieder nichts an einem Krieg mit den Wahnsinnigen vorbei wieder. Ephesus, ein Campus vielleicht, eine Fabrik vielleicht. Fabrik wäre vielleicht nicht schlecht. Ich finde das interessant, dass da keine Barbaren entstanden sind in letzter Zeit. So, wir haben gesagt, wir können wieder in den langsamen Städten sollten wir Sachen kaufen. Ephesus gehört auch definitiv zu den langsamen Städten. Mittelalterliche Mauern zum Beispiel mal. Eigentlich gehören alle zu den langsamen Städten, die nicht Sparta sind. Oh, da könntest du sogar noch mehr. Oh, da kannst du sogar ein Museum bauen. Warte, archäologisches haben wir das letzte Mal gebaut. Natürlich. Ah, nein, ach Gott, die Idiot. Ah, wollen wir mit ihm wieder Freundschaft machen? Ich weiß nicht, ich mag ihn nicht, aber was soll's. Ich mag auch keine Kriege führen. Obwohl die Kriege ureinfach sind in dem Spiel. So, du machst nichts. Was machst du als nächstes? Da können wir hier gehen, das ist gut. Und da könnten eigentlich auch noch was. Können wir auch noch eine Farm hier bauen. Den Sitz. Hinterher. Warte mal, können wir die schon aufrüsten zu irgendwas Neuem? Nö. Dann noch irgendwelche Truppen. Du bist aufgerüstet. Du hast auch keine Truppen. Sollten ein paar Truppen bauen dann. Ich glaube, du hast Fernkampfangriff, gell? Na dann nutzen wir das geklaut. Kann ich dich schon aufrüsten zu irgendwas? Nö. Gehst da her und wartest da, weil du bist da auf Gemeinschaft.
Selbst der Aufbereitschaft. So, was haben wir? Einen großen Musiker. Wo kann man denn den hinbauen? Wolfgang Amadeus Mozart. Yay! Die kleine Nachtmusik und die 40. Symphonie kann man mit ihm schreiben. Dieser Musiker ist von unserer Zivilisation inspiriert und in unser Land gekommen, ja, ja. Um große wissenschaftliche und große musikalische Dinge zu tun. Gibt's irgendwo... Wir haben keinen Platz für einen Musiker, gell? Wir haben ganz, ganz viele tolle Dinge, aber keinen Platz für Musiker. Wir brauchen Opernhäuser. Ich weiß nicht, kann man in... Da kann man auch ein Musikwerk reingeben. Im Palast geht alles. Wieso kannst du da jetzt kein Musikwerk machen? Weil du einfach jetzt gerade entstanden bist, möglicherweise. Die Akademie. Du könntest das bauen, aber 71 Runden, bis das fertig ist. Da kann man Musikwerke reinhauen. Bist du irre, Hokuloin, nochmal. Muss es in irgendeiner Weise beschleunigen. Vielleicht durch einen großen Ingenieur oder so. Warte mal, großer Ingenieur? Ich bin ein Idiot. Ah, verdammt. Dieses X hat damals gemacht, dass nichts passiert ist und... Kann ich das jetzt wechseln? Echt? Das kostet jetzt Geld? Nächste Runde haben wir in Massenmedien, da können wir es gratis machen. Versuchen wir mal einen großen Ingenieur. Ja, na, das schaut man nachher an. Okay, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.